Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei. Heute geht es um das Thema Gesundheit. Es geht um das Thema Gesundheit, das Monatsthema an der Altkönigsschule im Monat Februar ist. Und es geht darum, dass du selber zum Großteil darüber entscheidest, ob es dir gut oder schlecht geht. Google doch mal den Begriff Deutungshoheit. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Ding, das du unbedingt erreichen solltest und behalten und bewahren solltest. Die Deutungshoheit über deine Lebensumstände. Denn du gestaltest deine Welt, wie es in einem alten Spruch über das Programm des Rathauses heißt. Das heißt, du kannst das Schlechte anschauen und da, wo du provoziert und wo du beleidigt wirst, und dann geht es dir auch schlecht. Dann wirst du kränker. Du kannst aber auch das Positive anschauen, das auch immer noch da ist, in jeder Situation. Gemäß dem alten Beispiel, die Sonne scheint, auch wenn du sie nicht siehst, auch wenn sie hinter Wolken verborgen ist. Es gibt immer etwas Gutes in jeder Situation zu entdecken. Und wenn du das Positive anschaust, dann wirst du auch gesünder, dann wird es dir besser gehen. Und dazu habe ich euch eine Geschichte mitgebracht aus der Kaufmann und der Papagei. Und diese Geschichte heißt: Der Hakim weiß alles. Ein Mann lag schwer krank danieder und es schien, als sei sein Tod nicht fern. Seine Frau holte in ihrer Angst einen Hakim, den Arzt des Dorfes. Und der Hakim klopfte und horchte über eine halbe Stunde lang an dem Kranken herum, fühlte den Puls, legte seinen Kopf auf die Brust des Patienten, drehte ihn in die Bauchlage und in die Seitenlage und wieder zurück, hob die Beine des Kranken an, öffnete dann den Oberkörper, öffnete dessen Augen, schaute in seinen Mund und sagte dann ganz überzeugt und sicher: Liebe Frau, ich muss Ihnen leider die traurige Mitteilung machen, Ihr Mann ist seit 2 Tagen tot. In diesem Augenblick hob der Schwerkranke erschreckt seinen Kopf und wimmerte ängstlich: Nein, nein, meine Liebste, ich lebe noch. Energisch schlug da die Frau mit der Faust auf den Kopf des Kranken und rief zornig: Sei du still! Der Hakim, der Arzt, ist Fachmann und der muss es ja wissen. Diese Geschichte zeigt uns, dass der Patient, der Klient beides hat. Er hat die Fähigkeit zur Krankheit und er hat die Fähigkeit zur Gesundheit. Und genauso ist es bei jedem Menschen. Der Therapeut, der Sozialarbeiter, der Lehrer oder wer auch immer übernimmt eine die Krankheit und Gesundheit des Patienten regulierende Funktion. Er kann auf die Krankheitsbereitschaft einwirken, aber auch die Fähigkeit zur Gesundheit mobilisieren und stabilisieren. Und diese Aufgabe wollen wir auf jeden Fall füreinander gerne übernehmen. And now, in addition, the story in English, out of The Merchant and the Parrot, written by Nosrat Pezeshkian. And it's called The Hakim Knows Everything. A man lay bedridden with a serious illness, and it appeared that his death was near. In her fear, his wife summoned the Hakim, the town doctor. The Hakim tapped around on the patient and listened for more than half an hour, checked his pulse, put his head on the man's chest, turned him onto his stomach, and then his side and back, raised the man's legs and torso, opened his eyes, looked in his mouth, and then said with a great deal of conviction, "My dear woman, unfortunately, I must give you the sad news that your husband has been dead for 2 days." At this very moment, the ailing man raised his head in shock and whimpered anxiously, "No, no, my dearest, I'm still alive." But the wife gave her husband a hefty slap on the head with a fist and replied angrily, "Be quiet.
The Hakim, a doctor, is an expert. He ought to know. And with this, I wish you a wonderful day. And I would be glad if you come back tomorrow for a new story out of The Merchant and the Parrot. Euch einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Februar und bis morgen bei einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei.